Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen eisigen Folge von The Long Dark. Vorweg erst einmal ein Danke an die Leute, die meine letzte Folge angesehen, kommentiert oder vielleicht sogar bewertet haben. Wir haben in der letzten Folge die Bank von Milton überfallen. Wir haben die Schließkassette für Mutti besorgt. Aber sie hört nicht auf. Sie will immer noch mehr. Sie will, dass wir ihr einen letzten Gefallen tun. Aber wie es in der Sache weitergeht, das erfahrt ihr gleich. Ich gehe erstmal jetzt ein wenig auf das neue Update ein. Wie gesagt, Hinterland hat das gestern released. Im Großen und Ganzen betrifft es auch nur den Survival-Modus. Wie gesagt, es gibt eine neue Map. Die kann man im Survival-Modus zocken. Aber wir sind nun mal im Story-Modus. Und es gibt eine richtig coole Sache, Leute. Man kann jetzt nicht mehr ganz stupide sein Essen kochen. Ihr seht, wenn ich auf den Kamin klicke, passiert hier gar nichts mehr. Wir haben nämlich jetzt Gefäße. Hier zum Beispiel eine recycelte Dose oder einen Kochtopf. Den habe ich schon gefunden. Habe ich mir direkt eingesteckt. Wir können diese Dose zum Beispiel jetzt an das Feuer stellen. Und wenn ich die jetzt anklicke, können wir darin Schnee schmelzen, Kaffee kochen, Kräutertee, was auch immer. Wir können diese ganzen Konserven hier kochen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen halben Liter Schnee schmelzen will, mehr geht auch leider nicht mit diesem Gefäß. Dann wählen wir das aus, 0,5 Liter, drücken auf Garen. So, Freunde, und ihr seht jetzt, 18 Minuten bis zum Schmelzpunkt. Und es läuft langsam runter. Und wenn diese Zeit erreicht ist, läuft nochmal ein Counter runter. Ich glaube, 18 Minuten bis zum Siedepunkt steht dann da. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, weil wenn wir die Zeit verstreichen lassen und nicht rechtzeitig diese Dose hier vom Feuer wegnehmen, dann ist das Wasser weg. Einfach weg. Das gleiche machen wir jetzt mal mit dem Kochtopf. Den habe ich selber noch nicht ausprobiert. Wir stellen den mal dahin. Und wir können in diesem Kochtopf, okay, wir können auch nur Schnee schmelzen, die ganzen anderen Sachen kochen, die wir mit der Dose kochen können. Da machen wir doch direkt mal 2 Liter. Und wie ihr seht, 1 Stunde 15 bis zum Schmelzpunkt. Und ich denke mal, dieselbe Zeit wird dann auch nochmal vergehen müssen, bis wir am Siedepunkt sind. Hier sind es jetzt noch 2 Minuten. Ihr seht jetzt gleich, wie das umswitcht. Soll ich das mal eben kurz zeigen? 19 Minuten bis zum Siedepunkt. Und wenn diese 19 Minuten abgelaufen sind, müssen wir das vom Feuer nehmen. Jetzt machen wir hier mal eben ein Feuer. Den Ofen, den wir noch nie benutzt haben. Okay, 90%. Das sollte auf jeden Fall klappen. Das Ganze mal an. So. 5 Stunden jetzt Feuer. Gucken mal eben kurz, was unser Wasser macht. 5 Minuten bis zum Siedepunkt, das warten wir jetzt mal kurz ab.
So, jetzt ist das Wasser trinkbar. Wir haben jetzt Trinkwasser. Und wenn wir das jetzt nicht innerhalb der nächsten 30 Minuten vom Feuer nehmen, ist es verkocht. So, stecken wir ein. Jetzt kommt die zweite Sache. Wir haben ja in dem Schuppen vom Bauernhof den Wolf erlegt mit unserer Flare Gun. Er hatte 5 Kilo Fleisch bei sich. So, jetzt füge ich dieses Fleisch mal zum Kreismenü hinzu mit R. Ihr seht, da ist ein Haken dann unten rechts. Und jetzt ist es richtig cool. Wir können hier in dem Kreismenü jetzt Platzieren auswählen. Wir können das auf eine der 6 Platten legen. Das machen wir jetzt mit dem ganzen Fleisch. Ich füge das mal eben hier alles schnell hinzu. So. Zack. Das war falsch. Das heißt, wir können 6 verschiedene Sachen kochen. Aber da wir jetzt erstmal nur das Fleisch haben, hauen wir erstmal den... Nein! Ich hab's gegessen, Leute. Aus Versehen. Gott sei Dank ist nichts passiert. Ich wollte sagen, wir hauen jetzt erstmal den ganzen Ofen voll. So, ich zeig euch das auch noch mal eben. Und das brutzelt jetzt schön vor sich hin. Auf jeden Fall 1,5 Stunden noch. Und in der Zeit können wir hier unser Inventar optimieren, ein paar Sachen ablegen, vielleicht unsere Kleidung reparieren. Oder ein paar Sachen herstellen, wie auch immer. Ich finde das Feature richtig cool irgendwie. So, wir können auf jeden Fall noch ein paar Sachen ablegen hier. Und wir können auf jeden Fall auch mal ein paar Sachen zerlegen. Sollte erstmal reichen. So, wie viel haben wir hier noch? Zum Schmelzpunkt. Es dauert echt lange. Da geht auf jeden Fall viel Zeit verloren. Wir wollten zerlegen, genau. I would do anything for a drink right now. So. Dadurch bekommen wir auf jeden Fall wieder einiges an Stoff rein. Müssen halt nur die Zeit hier im Auge behalten. Okay, 41 Minuten. Da bekommt man noch Glatthunger, oder was sagt ihr? Zerlegen. So, unser Wasser müsste fertig sein gleich.
4 Minuten. So, da haben wir's. Fertig. Okay, es ist auf jeden Fall auch schon fertig. Wir hätten jetzt noch 23 Minuten, bis es komplett verbrannt ist. Starting to weigh me down. So. Wir haben jetzt noch 2 Stunden 48 das Feuer drüben an. Auf jeden Fall mal hier drauf. Jetzt im Moment ist es noch kein Problem, weil wir immer ein brennendes Feuer hier bei Mutti haben. Aber ich bin gespannt, wie es wird, wenn das irgendwann nicht mehr so ist. So, wir hauen auf jeden Fall nochmal einen Liter hier drauf. 2 Stunden 33. Okay. Und wir zerlegen nochmal ein paar Sachen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Feature findet. Und vor allem, wie ihr es findet, dass ich euch hier weiter mit ins Menü nehme. Ob es für euch okay ist oder ob ich es lieber lassen soll und das Offstream machen sollte. So, wir haben noch Daunenwesten. Wir haben Schuhe. Auf jeden Fall alle zerlegen. Okay, 17 Minuten. Das würde auf jeden Fall schon mal nicht klar gehen von der Zeit. Aber das auf jeden Fall. So, unser Wasser müsste fertig sein. Na, fast 8 Minuten noch. Okay, wir können gerade mal was essen. Ja, oh, ein paar Cracker. Und ein paar Sardinen noch hinterher. Schnell noch was trinken. So. Und wieder ein Liter Wasser. Sehr gut. Okay, wir legen noch ein paar Sachen ab. Das mit dem Zerlegen machen wir ein andermal weiter. Wir können auf jeden Fall noch Wasser ablegen. Wir haben 7 Liter fast.
viel zu viel. Das reicht dicke. So. Wir nehmen mal das ganze Reh hier auf, was wir auf dem Boden haben. Das Problem ist, ich sehe einfach nicht, ob hier noch was liegt. Fürchterlich. This gear is starting to slow me down. Und jetzt legen wir wieder was ab. Das können wir ablegen. Die 75% Stücke auch. Oh, wir haben richtig viel Fleisch, Leute. Wir sind bei 32 Kilo. Das geht auf jeden Fall klar. So, wir gehen hoch. Hauen uns hin. Und dann werden wir auf jeden Fall am nächsten Morgen ein bisschen auf Hasenjagd gehen. Aber zuerst gehen wir zur Mutti und fragen, welchen Gefallen wir ihr tun sollen. Na, Mutti? Geht's dir gut? Du siehst so blass aus. What's this last thing you need from me? Right or wrong from the past, outsider. That's all I ask. How can I do that? Take these pearls to Lily. Lily? Okay. Was für Perlen? Warum sollte ich diese Perlen von der Bank stehlen? Nicht von der Bank, vom Bauern, Barker. Der Bauer ist weg. Also hat er sich mit den anderen Feiglingen aus dem Staub gemacht? Nein, er ist tot. Sieht aus, als hätten die Wölfe ihn erwischt. Und so endet es also. Okay, wer ist Lily? Ich dachte die ganze Zeit, du sprichst von meiner Freundin. Wer ist Lily? Das dachte ich allerdings auch. Okay. Du findest sie auf dem Friedhof. Dem Friedhof? Bei der Kirche. Du musst auf dem Weg in die Stadt daran vorbeigekommen sein. Warum sollte sie bei der Kirche auf mich warten? Das ergibt doch keinen Sinn. Du findest sie dort und deine Antworten. Okay, ich hoffe nur, dass mir das dabei hilft, meine Freundin zu finden. Ja, Mutti. So langsam musst du mal mit der Sprache rausrücken. Okay, finde Lillys Grabstein und bewahre das Andenken an sie. Wir machen uns auf den Weg. Ich hoffe, uns laufen ein paar Kaninchen über den Weg. Wir könnten auch die Schlinge mal auslegen, die wir vorhin gefunden haben. Was ein mieses Scheißwetter. Es ist wieder super neblig. Ich glaube, in den ganzen... Wie viele Folgen haben wir jetzt? 17? Hat vielleicht zweimal die Sonne geschienen. Okay, wir gehen erstmal hier den Berg hoch. Weil ich auf jeden Fall weiß, dass da oben Kaninchen waren.
Alter, wir haben schon wieder Durst. Mein Gott, der Typ ist am Saufen, das ist unfassbar. Hunger hat er auch schon wieder. Was haben wir denn hier, was weg muss? Das Wolfsfleisch. My stomach. It hurts. Oh, it hurts. Okay, wir haben eine Lebensmittelvergiftung, Freunde. Super Zeitpunkt, Will. Echt super Zeitpunkt. Okay, wir haben 100% Zustand. Wir haben den Tee getrunken, mehr können wir erstmal nicht machen. So, meine kleinen Freunde, wo seid ihr? Da ist doch schon der Erste. Okay, er steckt fest. Verdammt! Lauf nicht weg, Kumpel! Ich brauch dein Fell! Ah, Leute, knapp, oder? Richtig knapp. Ah, jetzt aber. Von vorne. Mitten ins Gesicht. Das gibt's doch gar nicht. Eigentlich laufen hier immer zwei rum. Okay, einatmen, ausatmen und werfen. Ach Leute, das ist doch scheiße. Den konnte man aber wirklich nicht verfehlen. Okay, haben wir noch Steine? Natürlich nicht. I wonder if I can drop any of this gear. Okay, wo ist der Zweite? Wir legen auf jeden Fall erstmal jetzt die Schlinge aus, würde ich sagen. Hier haben wir sie. Verwenden. Okay, hier finden wir sie auf jeden Fall gut wieder. Leider haben wir hier kein Glück mehr. Wir gehen weiter. Wir werden uns auf den Weg Richtung Friedhof machen.
Hier eine kleine Abkürzung. So. Eigentlich waren hier auch immer Kaninchen. Okay, das ist ein Wolf. Was haben wir hier? Hope nobody needs this anymore. Hier haben wir doch eins. Okay. Okay, Kumpel, ich bin weg. Ciao. Mach's gut. Geh bloß weg. Okay, er kommt uns hinter uns her. Kann nicht mehr sprinten. Oh mein Gott, er kommt. Kumpel, lass gut sein, ey. Ich will doch keinen Ärger und du doch mit Sicherheit auch nicht. I can't feel my hands. Jetzt kommt der nächste oder was? Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Und er kommt immer noch hinter uns her. Leute, diese Viecher sind so psycho. I need to find a place to rest. Okay. Hier rechts von uns ist der Friedhof. Hier liegt noch eine Feder. Ich glaube, in dem Auto hier waren wir auch noch nicht. Zwei Fackeln, sehr gut. Okay, und Will ist richtig aus der Puste. Und noch eine Fackel. Sehr geil. Aber wir haben die Schirme vergessen. Okay, hier ist nichts mehr. Hier ist sogar noch Fleisch drin. Ich will aber erstmal nach hier hinten. Okay, wir sind übermüdet. Da sind auf jeden Fall zwei Kaninchen. Da ist auch noch eins. Eigentlich einen Kaffee trinken. Ist zwar kalt, aber er verringert unsere Erschöpfung. Just gonna lay down for a bit.
Okay, das war nichts. Hey Kumpel, bleib hier. Ich will dir gar nichts tun. Gar nichts. Ach Leute, das ist doch lächerlich, Mann. Komm schon. Komm schon. Wir haben es. Das dritte. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. So, drei Steine. Nee, ich hab's geschafft. Komm schon, komm schon, komm schon. Nee. Ich war einen Augenblick zu spät. Hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt treffe. Scheiße. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. Oh, my stomach. It hurts. Oh, it hurts. Durch die Lebensmittelvergiftung haben wir auf jeden Fall schon 40% Zustand jetzt eingebüßt. Und es wird nicht besser, wenn uns kalt ist und wir müde sind. Okay. Jawohl, da haben wir es. Okay Leute, wir haben 4 Kaninchen. Zustand. Das ist richtig übel, Leute. Okay, wir gehen kurz zum Friedhof. Und werden die Perlen dort ablegen. Für die wundervolle Lilly.
Okay, das war's schon. Das ging schnell. Wir müssen auf jeden Fall zurück zur Mutti. So, wie lange haben wir jetzt noch? Immer noch 10 Stunden. Okay, wir müssen uns definitiv hinlegen. Ich glaube, bis nach Hause schaffen wir es nicht mehr. Deswegen legen wir uns jetzt hier in der Kirche hin. Ich dachte eigentlich, dass diese Genesungszeit sich verringert. Anscheinend geht es nur, wenn wir schlafen. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Dann werden wir das tun. Auf jeden Fall noch was essen. Oh. Well, this is a sh. So. Haben wir noch einen Kräutertee vielleicht? Nein, leider nicht. Schade. Okay, wir legen uns erstmal 10 Stunden hin, damit wir diese Lebensmittelvergiftung los sind. Okay, das haben wir schon mal. Wie viel Zustand haben wir? Immer noch 25%. Deswegen schlafen wir jetzt noch mal 7 Stunden, würde ich sagen. Es ist sowieso mitten in der Nacht jetzt gerade. Schlafen noch mal 2 Stunden. Okay. Neuer Morgen ist angebrochen. Wir müssen zurück zur Mutti. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir bitte ein Like da oder abonniert vielleicht meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin, Peace out. Ciao, ciao.